Mary Beth Tining führte von außen ein zunächst durchschnittliches Leben. Mit 23 Jahren heiratete sie, mit 25 brachte sie das erste Kind auf die Welt und kümmerte sich zu Hause um das Neugeborene, während ihr Mann Joe das Geld verdiente. Doch dann wendete sich das Blatt schnell und es folgte eine scheinbar nie endende Kette an Schicksalsschlägen. Erst 14 Jahre später sollte ein dunkles Geheimnis ans Licht kommen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute muss ich vorab eine kurze Trigger-Warning geben, denn in diesem Fall geht es um die Todesfälle von mehreren Kindern, insbesondere von Säuglingen. Und falls ihr da besonders empfindlich seid oder irgendwie ähnliche Schicksalsschläge hattet und damit nicht so umgehen könnt, dann seid vielleicht ein bisschen vorsichtig beim Anschauen dieses Videos oder lasst es, keine Ahnung, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal direkt in den Fall rein. Mary Beth Tining, geborene Roe, kam am 11. September 1942 als Tochter von Ruth und Elton Levis Roe in Dwinsburg, New York, zur Welt. Über ihre Kindheit sind nicht allzu viele Details bekannt. Was bekannt ist, ist, dass ihr Vater im Zweiten Weltkrieg im Ausland stationiert war und ihre Mutter arbeitete in der Zeit sehr viel. Deshalb konnten sich die leiblichen Eltern nicht so wirklich viel um Mary Beth kümmern und sie wurde wohl oft zwischen Verwandten hin und her gereicht. Nachdem der Vater Elton wieder aus dem Krieg zurückkam, arbeitete er als Druckmaschinenbediener in einer nahegelegenen Fabrik von General Electric, dem damals größten Arbeitgeber der Gegend. Mary Beth war im Gegensatz zu ihrem jüngeren Bruder ein ungeplantes Kind und sie hatte es wohl auch sehr oft zu spüren bekommen, dass sie nicht unbedingt das Wunschkind der Familie war. Ein Familienmitglied sagte später aus, sie hätte damals nicht in das Leben ihrer Eltern gepasst und als ihr Bruder in die Pubertät kam, sagte er einmal während eines Streits zu Mary Beth, du warst diejenige, die sie nicht wollten, nicht ich. Mary Beth besuchte die Dwinsburg High School und war eine durchschnittliche Schülerin. Sie war keine Einzelgängerin, also sie hatte schon einige Freunde, aber sie war auch nicht übermäßig beliebt. Nach der High School wollte Mary Beth eigentlich aufs College gehen, aber dafür waren ihre Noten viel zu schlecht und deshalb hangelte sie sich von Nebenjob zu Nebenjob und verdiente nicht wirklich viel Geld und hatte zunächst auch keine richtige Lebensperspektive. Eine Weile später entschied sie sich dazu, als Krankenpflegeassistentin im Ellis Hospital in New York zu arbeiten. Dieser Job war jetzt nicht unbedingt ihre größte Leidenschaft, also sie machte es wieder mit so einem mittelmäßigen Engagement. Sie war nicht übermäßig zufrieden, aber es musste halt einfach sein. Sie musste irgendwie ihr Geld verdienen. 1963 engagierte eine Freundin von ihr ein Blind Date für Mary Beth mit einem Mann namens Joe Tining. Dieses Blind Date lief auch mal wieder so mittelmäßig, also die beiden verstanden sich ja auch so mittelmäßig, es war jetzt nicht irgendwie Liebe auf den ersten Blick, aber die beiden versuchten es trotzdem miteinander und tatsächlich 2 Jahre später heirateten sie auch. Joe wurde als ein eher schüchterner und zurückhaltender Typ beschrieben, der anderen gegenüber immer sehr höflich auftrat und sich nie etwas zu Schulden kommen ließ, also ein eher unauffälliger Mann. Er arbeitete genau wie Mary Beths Vater bei der Firma General Electric. Von außen wirkten Mary Beth und Joe also wie ein durchschnittliches Ehepaar, das ein ganz normales Leben führte, eine ganz normale Ehe. Am 31. Mai 1967 gab es für die beiden dann auch das erste Mal Nachwuchs und zwar brachte Mary Beth eine gesunde Tochter namens Barbara zur Welt. Knapp 3 Jahre später folgte das nächste Kind, es war ein Sohn, den sie Joseph nannten. Mary Beth und Joe schienen sich wirklich sehr gut um die Kinder zu kümmern und 1971 wurde Mary Beth dann das dritte Mal schwanger, doch als sie im 7. Monat war, bekam sie eine sehr, sehr schlechte Nachricht, nicht bezogen auf ihr Kind, sondern bezogen auf ihren Vater, denn dieser hatte in der Zeit einen Herzstillstand erlitten und war ganz plötzlich gestorben. Für Mary Beth begann eine sehr, sehr schwere Zeit der Trauer. Sie hatte allerdings gute Freunde, die sie wirklich die ganze Zeit unterstützten. 3 Monate später, am 26. Dezember 1971, brachte sie dann eine weitere Tochter namens Jennifer zur Welt. Doch nur eine Woche nach der Geburt sollte der nächste Schicksalsschlag folgen. Während Mary Beth nach der Geburt mit Jennifer noch im Krankenhaus war,
wurde bei dem kleinen Baby Meningitis diagnostiziert, und zwar ist das eine Hirnhautentzündung. Am 3. Januar 1972 verstarb Jennifer infolge dieses schweren Infektes. Die Ärzte hatten nichts mehr für sie tun können. Es begann nun eine wirklich sehr, sehr harte Zeit für die Familie. Mary Beth hatte gerade ihren Vater verloren und nun auch noch ihr drittgeborenes Kind. Mary Beth war psychisch sowieso schon etwas angeschlagen und Freunde bemerkten in dieser Zeit, dass ihr Zustand sich noch weiter verschlechterte. Sie wirkte irgendwie immer emotionsloser, so ganz kühl und distanziert. Und ja, viele glaubten zu der Zeit, dass sie einfach so eine Art Schutzmauer hochzog und irgendwie versuchte, alle Gefühle zu verdrängen. 17 Tage nachdem Jennifer verstarb, am 20. Januar 1972, wurde dann der Sohn Joseph ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte zu Hause urplötzlich einen Krampfanfall bekommen. Der kleine Joseph musste sich vielen Tests unterziehen, damit die Ärzte eine Ursache finden konnten, aber leider blieb alles ergebnislos und somit wurde Joseph dann zusammen mit Mary Beth wieder nach Hause geschickt. Doch nur wenige Stunden später kam Mary Beth mit dem Kleinen wieder zurück ins Krankenhaus, doch dieses Mal war es schon zu spät und der Zweijährige war tot. Mary Beth erzählte den Ärzten, sie hätte, nachdem sie das erste Mal im Krankenhaus war und mit Joseph wieder entlassen wurde, den Kleinen zu Hause direkt ins Bett gelegt, weil sie sich eben dachte, er müsse sich etwas ausruhen. Und als sie einige Stunden später nach ihm schaute, hatte er schon ein ganz blaues Gesicht und war irgendwie in seiner Bettdecke verheddert. Die Todesursache wurde dann auf Erstickung während eines Anfalls zurückgeführt. Eine Autopsie fand jedoch nicht statt, denn die Ärzte dachten sich, dass das nichts bringen würde, weil die Sache für sie eigentlich offensichtlich war und Joseph kam direkt ins Leichenhaus. Sein Tod war also nun die dritte Tragödie für die Familie, die sie innerhalb von 6 Monaten wegstecken mussten. Freunde und Familie waren unglaublich viel für Mary Beth und die anderen da und sie bekam so viel Unterstützung und Zuspruch. Nicht einmal 6 Wochen nach Josephs Tod kam Mary Beth mit ihrem nun einzig überlebenden Kind Barbara in die Notaufnahme und Mary Beth sagte, dass Barbara ebenfalls zu Hause merkwürdige Krampfanfälle bekommen hatte. Die Ärzte wollten Barbara unbedingt über Nacht zur Kontrolle bei sich behalten, aber Mary Beth wollte das nicht, denn sie sagte, dass sich ihre 4-jährige Tochter bestimmt extrem im Krankenhaus fürchten würde, so alleine, und deshalb nahm sie Barbara wieder mit nach Hause. Wenige Stunden später erschien Mary Beth wieder mit der kleinen Barbara im Krankenhaus und nur wenige Stunden später starb Barbara. Auch dieses Mal war die Ursache unbekannt und die Ärzte begannen zu spekulieren und überlegten, ob es vielleicht das Ray-Syndrom war. Das Ray-Syndrom ist eine Erkrankung, bei der eine akute Schädigung des Gehirns und eine Degeneration der Leber im Vordergrund stehen. Es ist eine sehr seltene Erkrankung, die zumeist Kinder im Alter von 4 bis 9 Jahren betrifft, jedoch in allen Altersstufen vorkommen kann. Die Erkrankung endet in bis zu 25% der Fällen tödlich, in etwa 30% bleiben neurologische Störungen, beispielsweise Sprach- und Lernschwierigkeiten, zurück. Zu der damaligen Zeit war diese Krankheit noch recht wenig erforscht, weshalb man das auch nicht wirklich bei Barbara nachweisen konnte, aber die Ärzte waren sich eben sehr sicher aufgrund ihrer Symptome, dass sie das wahrscheinlich hatte. Joes und Mary Beth Kinder waren also alle innerhalb von nur 90 Tagen verstorben. Den Ärzten erschien das alles schon etwas seltsam und sie fingen an zu überlegen, ob Mary Beth und Joe vielleicht irgendwie eine Erbkrankheit hatten, die sie jedes Mal immer an die Kinder weitergaben und dass die Kinder eben deshalb alle verstorben waren. Die medizinischen Möglichkeiten waren damals natürlich noch nicht so gut wie heute, deswegen konnte man das Ganze anscheinend nicht so wirklich untersuchen. Eigentlich, wenn man vernünftig ist, würde man vielleicht sagen, okay, dann bekommen wir vielleicht erstmal keine leiblichen Kinder mehr. Aber ein Jahr später, 1973, verkündete Mary Beth dann, dass sie erneut schwanger war und am 21. November 1973, also an Thanksgiving, brachte sie den kleinen Timothy zur Welt. Er war ein sehr, sehr zartes Baby und wog bei der Geburt nur 2,5 Kilo. 2 Tage nach der Geburt durfte Mary Beth mit Timothy dann das Krankenhaus verlassen und war nun glückliche, neugebackene Mutter. Zunächst schien auch alles gut zu laufen, doch nur 3 Wochen nach der Geburt, am 10. Dezember 1973, kam Mary Beth mit Timothy ins Krankenhaus und bei der Ankunft war der kleine Timothy bereits tot. Mary Beth behauptete,
sie hätte Timothy leblos in seinem kleinen Kinderbett aufgefunden. Auch dieses Mal wurden unzählige Tests gemacht, um die Ursache zu finden, doch leider schon wieder ergebnislos. Und deshalb führten Mediziner seinen Tod auf den plötzlichen Kindestod zurück. Der plötzliche Kindestod ist das unerwartete und nicht erklärliche Sterben eines Säuglings. Und meist verstirbt das Kind im Schlaf und am häufigsten tritt dieses Phänomen im ersten Lebensjahr auf. Die genaue Ursache für den plötzlichen Kindestod ist auch heute noch nicht ganz geklärt und unter den Wissenschaftlern heiß diskutiert. Es gibt über 200 Theorien und vermutlich handelt es sich um ein multifaktorielles Geschehen mit einem Zusammentreffen von äußeren und inneren Faktoren. Timothy war nun also das vierte Kind, das das Paar verloren hatte. Mittlerweile waren sich Marybeth und Joe sehr sicher, dass sie irgendwie eine genetische Krankheit hatten, also einer von den beiden, die eben immer wieder weitergegeben wurde und bei den Kindern zum Tod führte. Und deshalb wollten sie keine weiteren leiblichen Kinder mehr bekommen, haben das Ganze aber irgendwie nicht geschafft und am 30. März 1975 wurde dann ein weiterer Sohn namens Nathan Tinning geboren. Es war wieder wie bei den anderen Babys. Zunächst entwickelte sich Nathan wirklich wunderbar. Er hatte süße blonde Löckchen, wunderschöne blaue Augen und er war ein sehr, sehr fröhliches Baby. Doch dann kam der 2. September 1975 und Marybeth kam mit dem nur 5 Monate alten Nathan ins Krankenhaus. Und auch bei ihm war es bereits zu spät. Er war schon tot und man konnte nichts mehr machen. Und Marybeth berichtete, dass sie gerade mit ihm beim Autofahren war. Sie hatte seine Schale so neben sich auf dem Beifahrersitz. Und als sie in einem Moment nach ihm schauen wollte, war er einfach schon tot. Also sie merkte, dass er nicht mehr atmete und fuhr dann eben direkt ins Krankenhaus. Ja, und wieder konnten die Ärzte keine genaue Ursache finden. Nach Nathans Tod verabschiedeten sich Marybeth und Joe endgültig von dem Gedanken, noch weitere leibliche Kinder zu haben. Und deshalb beschlossen sie, Kinder zu adoptieren. 1978 stand dann auch fest, dass sie tatsächlich die Erlaubnis bekam, ein Kind zu adoptieren. Und zur gleichen Zeit musste Marybeth aber feststellen, dass sie schon wieder schwanger war. Ich weiß nicht, warum die das nicht verhindern konnten, aber ja, sie war auf jeden Fall wieder schwanger. Trotz der unerwarteten Schwangerschaft wollten sie aber wie geplant auch noch ein weiteres Kind adoptieren. Am 3. August 1978 wurde Michael geboren und von den Tinings adoptiert. Als Michael in die Tining-Familie kam, war Marybeth gerade im 7. Monat schwanger. Und im Oktober desselben Jahres brachte Marybeth dann eine Tochter namens Mary Frances Tining zur Welt. Doch auch ihr Leben sollte nur sehr begrenzt sein. Im Januar 1979 kam Marybeth mit ihrer kleinen Tochter ins Krankenhaus und sagte, sie hätte plötzlich Krampfanfälle bekommen. Die kleine Mary war quasi schon tot und konnte dann noch einmal wiederbelebt werden. Und nach kurzer Zeit wurde Marybeth dann mit ihrer Tochter wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Ärzte konnten keine Ursache finden. Einen Monat später, am 22. Februar 1979, kam Marybeth dann mit ihrer Tochter wieder ins Krankenhaus und sie sagte, sie hätte Mary bewusstlos in ihrem Babybett aufgefunden. Und bei der Ankunft war Mary bereits hirntot. Die Ärzte spekulierten wieder, was die Ursache war und führten Marys Ableben wieder auf den plötzlichen Kindestod zurück. Mary war also das 6. Kind von Joe und Marybeth Tining, das ganz plötzlich unter mysteriösen Umständen verstarb. Und anstatt dann mal aufzuhören, Kinder zu bekommen, brachte Marybeth am 19. November 1979 ein weiteres Kind zur Welt, und zwar einen Sohn namens Jonathan. Natürlich fürchteten Marybeth und Joe, dass auch dieses Kind die gleiche unbekannte Krankheit haben würde wie die vorherigen, und so war es scheinbar auch. Ende März 1980 musste Marybeth den kleinen Jonathan ins Krankenhaus bringen. Er konnte noch einmal reanimiert werden. Die Ärzte waren natürlich sehr beunruhigt, denn sie wussten bereits von der Vorgeschichte der Familie, wie viele Kinder von ihnen schon verstorben waren. Also eigentlich ja alle Kinder bisher. Es war natürlich klar, dass dieser Fall höchstwahrscheinlich auch nicht gut ausgehen würde. Aus diesem Grund wurde Jonathan direkt in eine Spezialklinik gebracht, wo man ihn wirklich ganz genau untersuchte und überwachte. Aber auch dort konnte absolut nichts festgestellt werden, weshalb er wieder entlassen
entlassen wurde. Und dann wieder dasselbe. Einige Tage später kam Mary Beth mit Jonathan ins Krankenhaus und zu dem Zeitpunkt war er bereits hirntot. Tatsächlich hinterfragte zu diesem Zeitpunkt auch noch niemand, ob die Kinder vielleicht durch irgendeinen äußeren Einfluss gestorben waren, also vielleicht durch das Zutun einer anderen Person. Dem Adoptivkind Michael Tining ging es zu diesem Zeitpunkt noch sehr gut, doch am 2. März 1981, als Michael 2,5 Jahre alt war, kam Mary Beth auch mit ihm ins Krankenhaus. Sie hatte ihn bewusstlos in seiner Decke gefunden. Mary Beth erzählte weiterhin, sie hätte am Morgen vergeblich versucht, Michael aufzuwecken, doch er gab wirklich keine Reaktion von sich. Die Ärzte versuchten noch, den kleinen Michael zu retten, schafften es allerdings nicht. Um die genaue Todesursache zu bestimmen, wurde dann bei ihm eine Autopsie durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass Michael eine Lungenentzündung hatte, aber man konnte auch schlussfolgern, dass diese definitiv nicht zu seinem Tod geführt hatte. Und zu dem Zeitpunkt wurden die behandelnden Ärzte dann auch endlich mal misstrauisch, denn sie waren ja davon ausgegangen, dass Mary Beth Kinder alle durch eine genetische Krankheit gestorben waren, die wahrscheinlich schwer zu erforschen war. Aber Michael war ja gar nicht ihr leibliches Kind, sondern nur das Adoptivkind. Und das Ganze war jetzt schon etwas merkwürdig. Trotz allem wurde nicht weiter hinterfragt, ob es vielleicht eine Person gab, die den Kindern das Ganze mit Absicht angetan hatte. Tragischerweise musste es dafür nun noch ein weiteres Todesopfer geben. Am 22. August 1985 wurde Mary Beth mit 42 Jahren noch einmal Mutter von ihrem 8. leiblichen Kind. Und es war ein Mädchen namens Tammy Lynn. Doch noch im gleichen Jahr, am 20. Dezember, sollte das kurze Leben von Tammy Lynn dann auch schon enden. In dieser Nacht ging Mary Beth einmal zu ihrer Tochter Tammy Lynn, um einfach nach ihr zu schauen. Und sie merkte, dass das Baby völlig regungslos in dem Kinderbettchen lag. Sofort rief Mary Beth eine Freundin an, eine Nachbarin, die auch gleichzeitig Krankenschwester war. Mit der hatte sich Mary Beth auch den Tag zuvor zu einer Shoppingtour getroffen. Und diese Freundin kam sofort rüber, um nach dem Baby zu schauen. Doch zu diesem Zeitpunkt war Tammy bereits total lila und hatte keinen Puls mehr und gab absolut kein Lebenszeichen mehr von sich. Sofort kontaktierten sie den Rettungsdienst und wenige Minuten später trafen auch Sanitäter ein und brachten Tammy Lynn ins Krankenhaus, doch dort konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Freunde und Familienmitglieder konnten es nicht fassen, es war einfach das 9. Kind von Mary Beth und Joe, das verstorben war. Also es waren alle Kinder von ihnen verstorben, 8 leibliche und 1 Adoptivkind. Mary Beth wurde dann auch gefragt, was genau mit Tammy Lynn passiert war und sie sagte, dass sich das Baby wahrscheinlich in einer Decke eingewickelt hatte, also selber so verschlungen hatte und dann erstickt war. Die genaue Todesursache konnte bei dem Baby nicht gefunden werden. Und nun wurden die Ärzte endgültig misstrauisch, denn jedes Mal, wenn ein Baby ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war immer nur Mary Beth dabei, nie der Vater Joe. Und es war auch immer Mary Beth, die die Kinder in diesem kritischen Zustand entdeckt hatte. Einen Tag nach Tammys Tod kamen einige Freunde zum Haus der Tinings und zu dem Zeitpunkt waren Mary Beth und Joe gerade am Frühstücken und sie taten so, als wäre nichts passiert. Also ihr müsst euch mal vorstellen, einen Tag zuvor ist das 9. Kind von ihnen verstorben und die beiden waren irgendwie so total emotionslos und ja, aßen so ganz normal Frühstück und die Szene wirkte schon etwas komisch. Joe war generell nach jedem Todesfall sehr gefasst und kühl und es schien ihn irgendwie gar nicht zu treffen. Mary Beth wirkte ausgelassen und schien irgendwie sogar auch die Aufmerksamkeit, die nach jedem Todesfall auf ihr lag, zu genießen. Kurz nach Tammys Beerdigung veranstaltete Mary Beth dann auch einen Brunch mit Freunden, wo sie auch wieder total happy wirkte. Sie hatte innerhalb von 14 Jahren 9 Kinder verloren und es schien sie gar nicht zu treffen. Doch Tammys Tod sollte nun auch endlich die Polizei aufhorchen lassen und am 4. Februar 1986 wurde Mary Beth zur Befragung auf eine Wache gebeten.
Auch ihr Mann Joe Tining sollte befragt werden. Marybeth sagte, sie wäre nach jedem Todesfall immer wieder in ein tiefes Loch gefallen, hätte sehr stark getrauert und hätte natürlich nichts mit den Todesfällen zu tun gehabt. Sie sagte noch einmal, dass Jennifer an einem Infekt starb, also die hatte ja diese Hirnhautentzündung, und alle anderen entweder am plötzlichen Kindestod oder an einem genetischen Defekt. Zu Tammys Tod sagte sie, dass sie das Baby ganz normal ins Bett gelegt hatte. Vorher war ihr aufgefallen, dass Tammy sehr, sehr viel geschrien hatte. Sie war dann etwas aufgewühlt als Mutter, weil sie irgendwie dachte, sie würde irgendwie versagen oder würde ihrer Mutterrolle nicht, ja, gerecht werden. Aber ansonsten war nichts los. Als sie dann später in Tammys Zimmer kam, atmete das Baby nicht mehr und hatte sich in der eigenen Decke verwickelt. Sie versuchte dann auch noch vergeblich, Tammy wiederzubeleben, weckte ihren Mann, kontaktierte diese Freundin, aber es war alles schon zu spät. Die Ermittler konfrontierten sie dann das erste Mal mit dem Verdacht, dass sie vielleicht selber in all die Todesfälle ihrer Kinder involviert war. Marybeth verneinte sofort, aber die Befragung ging dann noch viele Stunden weiter und schließlich knickte sie ein und gab zu, 3 ihrer Kinder tatsächlich bewusst umgebracht zu haben. Und zwar Timothy, Nathan und Tammy. Sie sagte, sie hätte alle 3 Kinder erstickt, einfach aus Verzweiflung ihrer Rolle als Mutter nicht gerecht zu werden. Und ja, sie wusste sich anscheinend in dem Moment nicht anders zu helfen. Aber sie beteuerte auch immer wieder, dass sie den restlichen Kindern nichts angetan hatte. Nach der Befragung durfte Marybeth kurz zu ihrem Mann Joe und dieser flehte sie an, ihm endlich die Wahrheit zu sagen. Sie fing dann an zu weinen und gab dann auch vor Joe zu, dass sie 3 der Kinder absichtlich getötet hatte. Dieses Geständnis widerrief sie allerdings später, weil es angeblich nur unter Druck der Ermittler abgelegt worden war. Die Staatsanwaltschaft beschränkte sich dann auf den Fall von Tammy Lynn, weil die Beweislage dort wohl am überzeugendsten schien und eine forensische Spezialeinheit hatte feststellen können, dass Tammy Lynn durch Erstickung starb. Marybeth zahlte dann eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar und wurde dann bis zu ihrem Verhandlungstermin aus der Haft entlassen. Am 22. Juni 1987 begann dann der offizielle Prozess gegen Marybeth Tynan. 6 Wochen später wurde Marybeth wegen Mordes 2. Grades zu einer Freiheitsstrafe zwischen 20 Jahren und lebenslang verurteilt und kam ins Bedford Hills Gefängnis in New York. Im August 2018 wurde sie im Alter von 75 Jahren nach mehr als 31 Jahren Haft auf Bewährung entlassen. Und später behauptete Marybeth dann anscheinend auch noch, ich weiß nicht, ob das Ganze irgendwie rechtfertigen sollte, aber sie sagte, dass ihr Vater sie in ihrer Kindheit missbraucht hatte. Er schlug sie manchmal und sperrte sie dann in einen Kleiderschrank ein. Irgendwann änderte sie wieder ihre Geschichte und sagte, ihr Vater hätte sie nie böswillig geschlagen, sondern nur manchmal aus Versehen, wenn er mit einer Fliegenklatsche Fliegen jagte. Und manchmal traf er sie dann aus Versehen. Bis heute ist nicht klar, ob Marybeth tatsächlich als Kind missbraucht wurde. Wenn ja, dann ist es natürlich trotzdem keine Rechtfertigung. Im Nachhinein gaben Freunde von der Familie bei der Polizei an, dass es im Laufe der Jahre durchaus einige Red Flags gab, die darauf hindeuteten, dass Marybeth am Tod ihrer Kinder nicht ganz unbeteiligt war. Sie hatte sich wohl sehr, sehr oft über die Unordnung der Kinder aufgeregt. Sie hasste es, den Kindern die Windeln zu wechseln. Sie hasste allgemein auch diesen ganzen Kinderlärm und diese schlaflosen Nächte. Und ich glaube, das findet keine Mutter so toll, aber sie soll das wohl immer so richtig abfällig und bösartig gesagt haben. Wenn die Kinder beim Spielen einige Gegenstände im Haus durcheinander brachten, verlor sie schnell die Beherrschung und fing an zu schreien. Und nach den ersten Todesfällen, so sagten die Freunde auch später aus, wirkte es durchaus so, als ob Marybeth diese ganze Aufmerksamkeit, die dadurch auf ihr lag, sehr genoss. Man weiß bis heute nicht, ob sie nur 3 ihrer Kinder absichtlich getötet hatte oder auch alle anderen. Die eine Tochter, Jennifer, starb wohl tatsächlich an einer Hirnhautentzündung. Also das war der einzige Fall, wo man im Krankenhaus auch ganz klar sagen konnte, was das Kind hatte und wo man auch wirklich sagen konnte, dass das Kind eben daran auch starb. Aber bei allen anderen war es eben unklar. Marybeth ist ja seit 5 Jahren wieder auf freiem Fuß, also sie lebt tatsächlich auch noch. Und ich finde es wirklich unglaublich, dass sie nur für den Tod von einem ihrer Kinder wirklich belangt wurde und dass sie auch insgesamt nur 31 Jahre in Haft war, obwohl sie höchstwahrscheinlich
8 Kinder umgebracht hat. Also mit anderen Worten, ich finde ihre Strafe wirklich ein Witz für das, was sie getan hat. Vor allem hat sie das Ganze so extrem kaltblütig durchgezogen über Jahre. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Und sie hatte nie ein schlechtes Gewissen. Und natürlich, man konnte ihr das jetzt nicht unbedingt nachweisen. Aber ich meine, wie geht das? Wie können denn alle 9 Kinder von einem sterben, beziehungsweise 8 leibliche und dann noch ein Adoptivkind? Also ich denke mal, definitiv hatte sie ihre Hände damit im Spiel. Und ich finde das so krass abgebrüht, weil ich meine, auch so eine Schwangerschaft normalerweise, das bindet ein Kind ja auch schon an einen. Natürlich, man liebt seine Kinder. Und sie konnte jedes der Kinder einfach auf die gleiche kaltblütige Art und Weise beseitigen. Wie gesagt, das ist ja nicht nachgewiesen. Was ich ehrlich gesagt auch nicht gelesen habe, ist, welche Rolle ihr Ehemann Joe jetzt dabei gespielt hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der nichts irgendwie geahnt hat oder nichts mitbekommen hat. Und ich finde diesen Fall generell irgendwie auch sehr, sehr seltsam, weil spätestens irgendwie, wenn das dritte Kind in so einem kurzen Zeitraum verstirbt, wird man doch wohl mal misstrauisch, vor allem wenn das Ganze immer wieder auf die gleiche Art und Weise abläuft. Natürlich kann man auch sagen, man hat tatsächlich wahrscheinlich damals geglaubt, dass es vielleicht irgendein Gendefekt war oder so, und man konnte das ja damals auch noch nicht so gut untersuchen. Aber ich finde es so krass, dass irgendwie niemand vorher misstrauisch geworden ist. Also es mussten ja wirklich 9 Kinder sterben, bis irgendjemand das Ganze mal genauer hinterfragt hat und bis auch die Polizei eingeschaltet wurde. Also ich finde diesen Fall einfach super erschreckend. Ich bin gespannt, ob ihr schon mal von diesem Fall gehört habt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr zum Beispiel über die Strafe denkt und ob ihr auch glaubt, dass Mary Beth alle Kinder umgebracht hat, also bis auf Jennifer, die starb ja, wie gesagt, wirklich an einer Hirnhautentzündung. Ja, schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Diskutiert wie immer respektvoll miteinander. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich gesund und munter wieder.